Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Villmar wird, man mag es kaum glauben, 40 Jahre alt. So wird es dieses Jahr eine Reihe von Jubiläumskonzerten geben. Der Anfang wird mit dem traditionellen Ostersonntagskonzert gemacht. Eröffnet wird das Konzert traditionell von unserem Jugendorchester, erstmalig unter der Leitung von Marius Schäfer. Und dieses Jahr freuen wir uns auch wieder, die Bläserklasse präsentieren zu können. Das sind unsere Jüngsten, zurzeit 6 Kinder, die natürlich auch die Bühne des Jahreskonzerts nutzen möchten. Der Leiter des Blasorchesters, Michael Steiner, hat für das Ostersonntagskonzert mal wieder eine musikalisch vielfältige Auswahl unterschiedlicher Musikrichtungen zusammengestellt. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Von der symphonischen Blasmusik über die Konzertante und auch traditionelle Blasmusik. Zum Beispiel eröffnen wir das Konzert mit Fanfare in Jubilo von Thomas Doss, auch als Einleitung zu unserem 40-jährigen Bestehen, was wir dieses Jahr feiern. Bei dem Konzert spielen wir unter anderem noch Music for Festival, was ein Oberstufenstück ist, was sofort ins Ohr geht und Gefallen finden wird. Und im zweiten Teil das soeben gehörte italienische traditionelle Lied Funicoli Funicola in einer ganz interessanten Bearbeitung. Im Jahr folgen noch ein Serenadenabend, das ist am 22. Juni im Pfarrgarten mit unserer Musikkapelle aus Handenberg. Aber erstmal müssen wir das Konzert über die Bühne bringen.